Leute, Crymax hier, was geht, Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zu GTA 5 RP. Wir sind hier gerade schon bei uns zu Hause mit unserem wunderschönen Lambo. Und Leute, ihr könnt es sehen, ich habe mein Handy schon raus, denn ich habe mir überlegt, heute will ich mir mal wieder einen entspannten Tag mit meinem besten Freund Tuan machen. Und deswegen würde ich sagen, Leute, lasst jetzt mal hier ein Like und ein Abo da für mehr GTA 5 RP. Und wenn ihr es mögt, dass ich mit Tuan was mache. Und ich würde sagen, wir rufen den alten Paul Berger jetzt mal an. So, hier mal schön Nummer wählen. Yo, Tuan, was geht? Hallo? Yo, Tuan, hier ist Max. Na, Max, bei dir ab, wie geht's dir? Hast du meine Nummer nicht gespeichert oder was? Du, ja, bei mir ist nicht immer alles, du weißt, bei mir ist immer alles privat so, du, ja, bisschen okay. Du. Okay, du, Tuan, ich hab so eine, ich hab eine kleine Überraschung, hast du Zeit? Hast du etwas vor? Natürlich, nein, alles geklärt. Okay, dann würde ich sagen, ich komme dich gleich abholen, ja, bis gleich. Ja, ich warte vorne im Parkplatz. Okay. Ey, Leute, wie nice ist das denn? Tuan ist am Start, der hat heute Zeit. Und er hat gerade schon gesagt, er wartet vorne am Parkplatz, weil ich gesagt habe, ich komme ihn abholen. Er denkt, ich komme ihn mit meinem Auto abholen. Aber Leute, seht ihr das da? Ich komme ihn mit meiner neuen Yacht abholen, Leute. Die haben wir doch letztes Mal geklaut von diesem Yacht-Millionärs-Club-Idioten da. Die haben wir den abgezogen. Und wisst ihr was? Ich dachte mir, ich behalte die Yacht einfach. Und deswegen habe ich mir hier noch so einen kleinen Steg hier hinten bauen lassen. Also, wir haben so gesehen unser Haus sogar noch ein bisschen erweitert. Das habe ich jetzt hier quasi noch für euch als kleine Überraschung. Ich hatte nämlich in den letzten Tagen, deswegen war ich hier auch nicht viel zu Hause bei mir. Hier waren nämlich die Bauarbeiter. Ich habe hier so einen Steg bauen lassen und wisst ihr was? Ich würde sagen, wir gehen da jetzt einfach mal runter, dann zeige ich euch das mal. Weil jetzt können wir einfach immer unsere eigene Yacht hinter unserem Haus parken. Wie geil ist das denn, Leute? Let's go! So, Leute, ich zeige euch jetzt mal, wie man da runterkommt. Man muss einfach nur hier so runterlaufen, dann hier am Strand. Ey, wer ist hier? Hallo, da ist hier Privatstrand. Hier, haut mal ab, Junge! Verpisst euch immer von meinem Privatstrand, ey. Und dann geht man hier so durch diesen Secret Bush. Und dann, Leute, hier unter meinem Haus entlang. Hier waren wir auch noch nie. Hier habe ich so einen Weg bauen lassen von den Handwerkern. Und jetzt, Leute, jetzt ist man da. Wie nice, ey. Hier habe ich auch so ein paar Stühle, so ein Sonnenschirm hingebaut. Hier kann man auch chillen, so, keine Ahnung, irgendwie Pfeif rauchen mit den Jungs oder so. Auf ganz entspannt, man weiß ja nicht. Hier ist mein Haus. Und jetzt, Leute, kann man hier einfach auf meine Yacht steppen. Alter, Leute. Einfach zu nice. Ich weiß nicht, wie viel das Ding kosten würde, wenn man sich das so kaufen würde. Wie gesagt, wir haben es ja geklaut von diesem Yacht-Millionärs-Club-Idioten da. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal auf das Boot drauf. Und dann würde ich sagen, fahren wir jetzt damit erstmal zu Touren, dem alten Paul Berger. Das Gute ist ja, der wohnt ja auch da direkt am Hafen, ne? Das heißt, wir können da einfach direkt quasi mit dem Boot vor seine Haustür hinfahren, Leute. Let's go. So, erstmal hier schön einsteigen und... Und Leute, los geht's! Ey, allein das sieht ja schon so geil aus. Überlegt euch das mal, man hat hier seinen fette Strandvilla und dann fährt man hier einfach mit seiner Yacht aus seinem eigenen, quasi kleinen Hafen raus. Und Yacht Kickdown, ab zu Touren, let's go, Leute. Wir sehen uns gleich bei Touren wieder. Ey, Leute, ich bin so gespannt, was Touren gleich sagen wird. Das ist wirklich so nice. Ich kann wirklich jetzt nicht nur mit meinem Auto, sondern ich kann wirklich jetzt immer mit meinem Boot zu Touren fahren. Guck mal, hier ist ein Tempel schon. Wir sind hier mitten am Hafen in der Stadt in Los Santos. So, zack, da schön hinfahren. Wir müssen mal gucken, wo man hier am besten halten kann. Ey, das ist ja wirklich so cool. Er hat hier auch einen eigenen Steg. Eigentlich müssen wir Touren mal ein Boot schenken. Das wäre eigentlich voll das gute... Das wäre so ein schönes Geburtstagsgeschenk für Touren. Oder Weihnachten. Mal gucken. So, zack, dann parken wir das Ding einfach mal hier. Oh nein, nein, nein. Ich darf das Boot nicht kaputt machen. So, komm hier reinparken. Und das geile ist, Touren weiß einfach noch gar nicht Bescheid. Der weiß noch gar nicht, was abgeht. Der denkt, ich komme jetzt hier mit dem Auto angefahren. So, zack, zack. Dann gehen wir schön hier runter. Ich hoffe, das Boot, das fährt mir jetzt hier nicht weg, weil ich habe hier keinen Anker jetzt rausgemacht. Aber das wird schon passen. Jetzt laufen wir mal schön hier hoch. So, zack, zack, zack. Oh mein Gott, guck mal, da vorne steht schon sein gelber Tulus, sein Urus von Touren. Ah, da steht er schon. Hallo? Naja! Touren? Oh. Touren? Hallo, Max. Ja, egal, lass weitergehen. Warum hast du den Typen hier gerade umgenietet? Der hat zu mir gesagt, mein Hemd sieht scheiße aus. Nein, dein Hemd sieht voll gut aus, Touren. Du kriegst den nicht kacke aus, dann kommst du gegen. Nein, ey, Touren, du bist ein wunderschöner Mann, ey. Danke sehr, Max. So, ey, Touren, was geht bei dir heute? Was hast du gemacht heute? Ach so, da ist kein Auto dabei. Ja, dann komm, wir fahren mit meinem Tullus. Nein, 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 ich hab doch gesagt, ich komm dich abholen. Ja, aber womit wir abholen? Willst du mich klagen oder was? Ja, ich hab da vorne um die Ecke geparkt. Komm mal mit. Um die Ecke? Ja, okay. Aber du willst... Leute, er denkt einfach immer noch, ich bin im Auto gekommen. So, einmal hier um die Ecke. So, zack, hier vorne. Nicht hier links auf dem Parkplatz, sondern hier. Hier habe ich geparkt. Wo ist dein Auto? Denn ich bin mit meiner Yacht gekommen. Oha, du hast eine Yacht. Ja, ich habe mir eine Yacht gekauft, mehr oder weniger. Ach du heilige Mann.
Max! Wie nice ist das denn? Also ab sofort, die darf gar keiner mehr Smilesbull nennen. Nein. Ach, sowieso nicht, sowieso nicht. Oha. Aber Turan, überleg mal, wie praktisch das ist. Das habe ich gerade eben erst gemerkt. Ne? Ich habe mir auch einen Steg bei meinem Haus bauen lassen. Und wenn du jetzt auch noch ein Boot hättest, dann können wir einfach immer mit unseren Booten uns besuchen kommen. So ein Kampfboot oder so mit Raketenwerfer. Ui. Vielleicht finde ich da was Schönes für dich. Mal schauen. Aber wie cool ist das denn? Wir müssen nicht mal mit unseren Autos zu uns fahren. Oh, geil. Wirklich gut. Wirklich gut. Oh nein, ich bin ins Wasser gefallen. Oh nein. Oh, Max. Lass die Twan nichts mehr bringen, die bei, wie man auf Bootlauf geht. Oh, schön. Oh, Sitzmöglichkeit habe ich auch. Ja. Sogar ein Barhehl. Kein Schmalspurjacht. Küche, Bar, Bad, Schlafzimmer, alles hier mit drin. Oh, Masala, das sieht schön aus, Max. Und weißt du was? Ich dachte, wir machen heute mal wieder so einen richtigen Turn- und Max-Tag, ne? Oh, so da richtig... hab ich Lust drauf. Ja, ich auch. Die Leute feiern das auch immer. Wir machen heute mal wieder so einen richtigen Turn- und Max-Tag. Setz dich mal irgendwo hin oder bleib stehen oder whatever, wie du willst. Und dann würde ich sagen, fahren wir jetzt hier mal los. Let's go. Let's go. Ich habe mir auch schon so ein paar schöne Orte rausgesucht. Oh Gott, warte mal, ich muss hier erstmal raus. Oh Gottes Willen. So. Oh, das Boot ist zu groß. Das ist hier ein Schmalspursteg, Mann. Deswegen kommen wir kein Boot bisher holen. Ja, stimmt. Das ist hier zu klein für so schöne Boote. Ja, sieht genauso. Naja, wer weiß. Vielleicht können wir eigenen Steg bauen. Ich fühle mich wie auf Titanic. Ja, hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Wo ist denn dabei ja was? Ey, Leute, guck mal, Turan lässt sich da vorne schön sonnen. So muss das sein. Max und Turan unterwegs. Auf jeden Fall, Turan, ich habe mir so ein paar schöne Orte schon rausgesucht. Wir fahren jetzt mal in eine schöne Bucht rein. Und da gehen wir ein bisschen, können wir tauchen, können wir chillen, Leben genießen. Da sind, tauchen, wisst ihr, kann ich gut. Ja, da sind vielleicht auch ein paar schöne Ladies am Start, ne, wer weiß. Die wollen bestimmt zu uns auf die Yacht kommen, Party machen. Ja, Max, wie sei das Zung noch mal eine Mama kennenlernen? Ja. Stimmt, du bräuchst eigentlich mal eine Mama noch für Chung, ne? Ja, richtig. Okay, dann würde ich sagen, let's go touren, wir fahren da jetzt mal hin. Let's go! So, meine Freunde, wir sind jetzt hier gleich angekommen. Ich habe hier bei so einem Reiseführer geschaut, dass hier voll die schöne Bucht ist. Ey, Turan, guck mal, da vorne sind auch andere. Hoffentlich sind das Mädels. Die können wir bestimmt klar machen. Das sind doch Mädels, oder? Ja. Oh. Ey, das sind wirklich zwei Frauen. Oder Tika, was geht ab? Warte mal, komm, lass sie mal direkt anflirten hier. Lass uns in Ruhe. Unsere Männer haben eine größere Yacht. Hey, was soll das hier? Wir haben hier die größte Yacht. Ich bin Turan, ich bin Leis. Ja, ne? Ich bin kein Turan. Da unter Alkaimek, das ist berühmt. Wir sind reich und berühmt, kommt zu uns auf die Yacht. Ach, ihr seid nicht unser Typen. Fahrt weg. Zieht mal ab, los. Oh, ey, was sind das denn hier für Mädels, ey? Kommen wir auch noch. Alles klar, ich krieg keinen Korb. Okay, Turan hat einfach die gerade in die Luft gejagt, nur weil er gekorbt wurde. Ich wurde nicht gekorbt. Nee, du wurdest nicht gekorbt. Die hatten ja, nur... Hätten die keinen Bootsunfall gehabt, dann wären die zu uns gekommen, ne? Listig, Max. Na. Genau so kann man das sagen. Ach du Scheiße, Leute. Also, ich kann alle Frauen niemals Touren einen Korb geben. Ne? Egal. Gut, okay. Ich würde sagen, wir werfen hier gleich mal den Anker raus. Wir fahren mal hier ein bisschen an den Strand dran. Guck mal, da links sieht es schön aus. Ja, boah, ist richtig schön. Ja, komm, da hinten haben wir so einen eigenen Privatstrand hier. Mini-Privatstrand. Da geht uns keiner auf den Nippen. Das ist so eine schöne Landschaft hier. Nur das Human Labs, dieses Labor da oben, ist ein bisschen schade. Warte mal, hier ist das Human Labs? Ja, da oben ist das Human Labs, ja. Max, weißt du, was ich mal gehört habe? Wie, was hast du gehört? Es soll unter Wasser einen Geheimgang für Human Labs geben. Was? Ja. Da sind ganz, ganz viele Geheimnisse bei Human Labs. Oha, das wäre ja ganz krank. Hoppa. Oh, warte, ich muss kurz Anker rauswerfen, sonst fährt das Boot hier weg. Ja. Okay, Leute, Anker ist draußen, Boot ist befestigt, das geht jetzt hier nicht mehr weg. Ey, aber sei mal ehrlich, sollen wir nicht einfach mal hier ein bisschen mehr Leben chillen? Komm mal, wir können uns hier hinhauen. Ich habe auch einen Grill dabei, wir können hier grillen, ein bisschen was trinken, schönes Bierchen. Was hast du denn hier für eine Liste, Turan? Ich hab doch immer was dabei, Max. Glad Human Labs, da gibt es ganz, ganz spezielle Experimente, die durchführen. Okay. Hab ich gehört von meiner Informantin. Aber es wird gesagt, seit einer Woche vorne alles gesperrt, du kommst nicht mehr allein. Aber es soll wohl einen Geheimgang geben, der nie zugemacht wurde, weil der unter Wasser steht. Ja, aber ist doch egal, man. Ich will. Willst du jetzt ins Human Labs einbrechen oder was? Max, das ist wieder was für uns. Ein bisschen Aktion. Na, ich weiß nicht. Lass doch einfach chillen, oder? Ein bisschen. Kein Problem. Ich hab vergessen. Du bist ein bisschen Rentner geworden. Ja, Max. Ich bin ein bisschen Rentner. Lass doch einfach mal hier ein bisschen entspannt, schön Sonne kein genießen, Problem. Hier hinchillen. Ey, Turan, wie schön ist das einfach mal wirklich hier mit meinem besten Freund heute einen schönen Tag hier zu genießen? Schönes Wetter, schöne Yacht. Wusstest du eigentlich, dass ich früher immer im Meer war? Ich hab viel gearbeitet am Meer, wo ich jung war. Ah, okay, krass. Ey, warte mal. Yeah. Siehst du das da? Warte mal. Ey, da ist ein Hai. Hai. Da ist ein Hai, Alter, pass auf. Essen. Let's go.
auch. Mittagessen, Touren, pass auf, das ist ein Hai. Ich war Haijäger, kein Problem. Er war Haijäger? Ach du Oh mein Gott, Touren. Hat der gerade Touren gefressen? Nein, 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 der schwimmt da. Touren, lass dich nicht beißen, pass auf. Ach du Scheiße, Touren. Pass Lein, auf. Stab ich mir. Oh mein Gott, Leute, komm Touren hin, ist ganz krank. Mittagessen. Der fängt hier einfach Streit mit dem Hai an. Oh mein Gott, das ist mir zu krank. Ich gehe hier auf mein Boot. Das ist mir zu krank. Nein, 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 Leute, Touren. Touren, wo bist du? Touren? Hat der Hai gerade... Nein, warte, warte. Touren, hallo, hallo. Habt ihr erwischt? Wo bist du? Hinter dir. Hinter mir? Ich sehe dich nicht. Hier, Max. Bist du an... da bist du. Alter. Ja, hast du den Stiss gegeben, der ist weggeschwommen. Hast du den Hai einfach abgestochen, ja, oder was? Ja, habt ihr einen Stiss, der ist abgekommen. Max, guck mal, was ich gefunden habe. Wie, was hast du gefunden, Touren? Komm mit. Oh mein Gott, Leute, was will Touren mir hier gerade zeigen? Touren, was willst du mir zeigen? Hiel! Oh, Hai wieder, komm mit! Achtung, Hai ist da wieder! Oh mein Gott, Leute, ich hab gar kein Messer dabei. Komm, Hiel! Was hinter uns? Was ist da? Da, jetzt in die Richtung. Er meint hier hinter uns. Ach du Scheiße, Leute, hier schwimmt die ganze dieser Hai rum. Ich hab echt Angst vor dem. Hier ist ein Tunnel! Hier ist ein Unterwassertunnel! Ich hab gesagt, komm, lass rein! Ey, Touren, ich weiß nicht, ob hier... Leute, schreibt mir in die Kommentare, sollen wir da reingehen? Ich wollte doch heute nur einen chilligen Tag machen mit meinem besten Freund. Oh mein Gott, ey, mir geht auch gleich... Touren, mir geht gleich die Luft aus. Komm, weiter schwimmen. Du hast keine Pille dabei, Luftpille? Nein. Oh. Hier. Okay, warte. Nimm, is. Achtung, heilen, da uns heißt er! Oh mein Gott. Touren, hast du noch ein Messer? Kannst du mir ein Messer geben? Ja, oh, komm. Gib mir schnell ein Messer. Okay, Leute, wir haben jetzt auch ein Messer. Da vorne ist er. Komm, Touren! Attacke! Oh mein Gott. Ihn erwischt. Hast du ihn erwischt? Ja. Okay, sehr gut. Ich glaube, der sollte jetzt erstmal weg sein. Oh nein, andere Richtung. Oh mein Gott, Leute, was hat Touren auch hier für Luftpillen aus China, ey? Aber die funktionieren ja wirklich. Ich kann hier voll atmen unter Wasser. Bro, wo sind wir hier? Was ist das hier für ein Tunnel unter Wasser? Guck mal, wie krass hier, oder? Das ist komplett krass. Max, wir sind die Einzigen, die jetzt in den Lebenslein kommen. Oh mein Gott. Mal diese Geheimtunnel hier an. Was erwartet uns hier? Und ich auch nicht wissen. Ey, Leute, ich hab voll... Hey, was ist das hier? Das ist ein Delfin, hallo. Der ist tot. Der Delfin ist tot. Hallo, lebst du noch? Gleich vom Hai geflesse. Der ist tot, ich hab ihn angestochen, er reagiert nicht. Alle gut, war bei Süßigkeil. Ich hab mich gerade voll erschrocken, ey. Du Angsthase. Da ist Fische, warum sind denn hier so komisch? Und die sind alle tot, ey. Touren, was, wenn das Wasser hier giftig ist, wenn die ganzen Fische hier tot sind? Warte. Nee, es hat in Ordnung zu sein. Bisschen salzig. Okay. Wir müssen hier durchschwimmen. Alter, ey Leute, das ist zu krank. Aber wenn die Fische hier tot sind, irgendwie macht mir das ein bisschen Angst, wenn hier tote Fische sind. Überleg, was wir für Sätze finden könnten, wenn alles zu ist. Oh, das wäre krass, wenn hier ein Schatz wäre, ja? Mal gucken, was wir hier finden. Wir sind auf Satzjagd. Na! Ey, Touren, denkst du, wir sind gleich da hier? Ja, wir müssen gleich... Okay, komm, rein da rein. Hey, was ist das? Oh mein Gott, das ist eine Riesenflosse! Nice. Okay, Max, wir haben hier nicht das abhauen! Was ist das? Ich muss hier weg! Nein, Touren, nicht angreifen! Du darfst dich anrufen! Oh mein Gott, Touren, ich glaube, du hast den Hai aufgeweckt! Komm hier weg! Ach du Scheiße! Wir müssen wieder laus, Max! Das ist ja nur mal so groß wie mir ohne Minigun! Bro, warum stichst du den denn an? Der hat doch geschlafen gerade noch! Das ist meine... Komm. Ich muss essen. Scheiße. Ey, Leute, ganz schnell raus hier. Ich hab richtig Schiss, dass dieser Riese... Ich glaube, da wird irgendwas gehüllt. Ach du Scheiße. Nein, ich glaube, der ist süß sauer. Ich glaube, der verfolgt uns jetzt. Ich hab gewusst, irgendwas stimmt hier mit dem Wasser nicht. Das macht irgendwie... Okay, das ist nur wieder dieser Delfin. Irgendwie, Leute, ich glaube, dieses Wasser hier ist vergiftet von Human Labs Labor. Deswegen ist da irgendwie so ein manipulierter Genmutanten-Hai oder so. Keine Ahnung, komm jetzt erstmal schnell raus hier. Ey, Touren, wir haben es geschafft. Schnell raus. Ey, nein, voll! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Touren. Alter, hast du gesehen, wie riesig der ist? Der ist größer als unser Boot. Komm hier, schnell weg. An Land. Alter, was ist das? Das ist ein Urzeit-Megadolon oder irgendwie sowas. Wie die Dinger heißen. Wo kommt der Hell auf einmal? Komm an Land. Touren, komm, nimm Minigun. Wo ist ja, er? Ja. Du hast doch Erfahrung, du bist doch Haifänger oder so, hast du doch gesagt. Was macht, hast du schon der mal so einen Haifänger, Hai? Der sich außer dem ganzen Land ernähren könnte, wenn ich die einmal fange für ein Jahr. Das kann sein. Wo ist er? Wenn du ihn siehst, lass ihn abknallen. Da, siehst du die Haiflosse? Da ist er. Komm, Touren, mach ihn weg. Wir machen das Touren-Style. Dann noch. Okay, hä? Ich glaube, wir haben ihn getötet. Ich sehe nichts mehr.
Also, geh mal gucken unter Wasser. Nein, ja? Nein, Achtung, die Flosse ist noch da. Nicht ins Wasser. Tuan, nicht im Wasser, nicht im Wasser. Ach du Scheiße, Ja, ich bin fast gebissen. Geh da weg, geh da weg. Der ist ultra krank, der Hai. Ey, Bro. Okay, jetzt, wir machen Extreme Tuan-Style. Oh mein Gott. Ach du Scheiße, Tuan haut da RPGs. Oh mein Gott. Ich glaube, das bringt nichts. Tuan, wir hauen ihn ab. Der darf das Boot nicht kaputt machen. Ey, nein. Hast du gesehen? Der ist am Boot. Ey, der war hier gerade am Boot. Ich hoffe, das Boot geht noch. Komm hier drauf. Lass fahren, Mann. Ich hol Anker raus. Ja, sehr gut. Wichtig. Ich geh ans Steuer. Oh, nein. Nicht ins Wasser. Ja, ans Steuer, schnell. Ey, ich hab Angst. Leute, was ist das für ein Riesending? Allein die Flosse ist so groß wie die Yacht hier. Weg. Keine Ahnung, was die hier im Jugendletz gemacht haben, Alter. Aber das, Digga, die sind alle geisteskrank. Was machen die hier? Geben sie Testosteron? Ja, keine Ahnung. Testosteron ist wahrscheinlich auch das geringste Problem. Aber Tuan, alles gut. Ich glaube, wir haben es geschafft. Einfach weg hier. Ich geh nochmal sicher. Ich hab Minigun in der Hand. Ja, sehr gut. Ich glaube, Boot geht auch noch. So weit, so gut. Der Motor. Ey, nein, da ist er wieder. Komm, schieß ihn ab. Oh mein Gott, Leute, das ist zu krank. Mein Minigun. Das ist zu krank. Ich hab das Gefühl, die Minigun macht gar keinen Unterschied. Die macht gar nichts. Macht gar nichts. Komm, einfach weg hier. Das ist mein Raketen! Der darf das Boot nicht rein. Hauptsache, der darf unsere Yacht nicht kaputt machen. Dann ist alles gut. Komm, weg hier. Komm, wir sind schneller als der Hai. Der macht nichts. Alles gut. Ey, Tuan, das war richtig knapp, ne? Das war richtig knapp gewesen. Aber Max, was passiert, wenn der weiterkommt? Der kann ja Haus angreifen. Stimmt, Mann. Wir müssen ihn irgendwie jagen. Wir wohnen ja beide am Meer. Der kann unsere Häuser zerstören, Max, wir können ihn nicht leben lassen, aber wie wollen wir den zerstören? Minigun klappt nicht, Raketenwerfer klappen nicht. Ich weiß, wie wir den aufhalten können. Das geht nur, wenn... Oh mein Gott, das ist aber ein bisschen riskant, ne? Das ist ein bisschen riskant. Ich glaube, wir müssen es irgendwie hinkriegen. Ah! Nein, Tuan, geh nicht ins Wasser. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, hier sind 8 Haie oder so. Nein. Komm, vielleicht lockt der auch so kleinere, normale Haie an. Ach, jetzt ohne Witz, guck mal, da sind ganz viele Haie. Wie jetzt? Alter! Bro, was geht? Der lockt ultra viele Haie an. Komm mal ganz kurz unter Wasser, Bist du lebensmüde, Tuan? Vertrau mir, die sind nicht hier. Guck da hinten. Nein, das sind Delfine. Nein, Achtung, er kommt wieder. Oh mein Gott. Alter, aus dem Nichts, komm wieder auf Boot. Komm auf Boot, schnell. Oh mein Gott, der wollte gleich beißen. Alter, das war richtig knapp. Was machen wir gegen den? Das war richtig knapp. Guck mal, Minigun machen nichts, guck. Ach du Scheiße, der darf das Boot. Ach du Kacke. Wow. Ich fahr wieder weg. Max, ich bin runtergefallen. Der bin runtergespissen. Oh mein Gott. Ey, komm, wir müssen hier weg. Gib Gas, gib Gummi. Lass uns das später bei dir zu Hause überlegen, wie wir den zerstören. Ey, Tuan. Der fährt nicht mehr. Der Motor springt nicht mehr an. Nein. Ich geb hier Vollgas, aber es passiert nichts. Nein. Oh nein. Der hat den Motor am Arsch gemacht, der Idiot. Oh, du Blödmann. Ach du Scheiße. Guck mal, meine Schüsse plallen ab, da passiert nichts. Das bringt gar nichts, Haus zu dick. Ey, check mal, ob du Empfang hast. Vielleicht kann ich Russik mit dem Heli erholen oder so. Ja, ist eine gute Idee. Vielleicht kann Russik uns mit dem Heli hier abholen. Nein, Max, ich hab kein Netz hier. Ach du Scheiße, Mann, warum ist denn hier nicht mal Empfang? Ey, Leute, wir haben keinen Empfang, wir kommen hier nicht weg. Was machen wir? Ich glaube, ich verärgere ihn nur noch mehr. Max, deine Haut zu dick. Die Haut ist zu dick, aber ich habe eine Idee, Tuan. Was denn? Es ist riskant, aber einer von uns muss irgendwie eine Haftbombe in seinen Mund reinstecken. Von innen kann man den bestimmt irgendwie verwunden oder eine Granate oder so. Aber die Summe des einen Stipps ist zu groß. Das ist richtig groß. Scheiße, sollen wir... Okay, ich mag das. Machst du das, Tuan? Ich mag das. Okay, dann gib mir den Zünder für die Haftbombe. Du springst runter, du musst versuchen, einen in seinen Maul reinzustecken und ich werde die Scheiße dann zünden, okay? Okay, bist du bereit? Oder nein, weißt du was? Einer muss ihn ablenken. Ich komm mit, ich werde ihn ablenken und du wirst das machen, okay? Komm, wir müssen jetzt beide runter. Dann 3, 2, 1, let's go! Oh mein Gott, da ist er. Du musst versuchen, an seinen Mund zu kommen. Ich komme in seinen Mund. Oh mein Gott. Ich bin blind. Oh mein Gott, er hat gemacht, er ist in seinem Mund drin. Okay, dann weg da. Versuch dich zu retten. Wir müssen weg von dem. Versuch dich zu retten. Touren. Scheiße. Nein, komm aufs Boot. Gib ihm noch einen Stich. Verpiss dich von meinem Boot, Junge. Max, du musst weg. Warte. Er zieht mich runter. Max, komm. Tuan, zünde die Bombe. Oh mein Gott. Ich glaube, er ist gestorben. Wir haben ihn. Wo ist er? Alter, Tuan, glaubst du, er ist tot? Glaubst du, wir haben es geschafft?
Warte, warte, guck mal. Ach du, pass aber auf, pass aber auf, pass aber auf. Ach du Scheiße, oh. Ach du Scheiße. Doch, stopp. Der ist kaputt. Ich glaube, wir haben ihn. Oh mein Gott, ja, die Augen sind auch, der bewegt sich nicht mehr. Alter, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Oh mein Gott, Max. Ich gebe dir mal noch. Wir sind die krassesten. Wir sind echt die krassesten. Alter. Ich glaube, man kann ganze Land ein Jahr lang von dem ernähren. So groß war der hier. Lecker. Oh, es ist so noch mit der Chili-Sauce. Komm, wir gehen wieder aufs Boot. Komm, wir hauen hier ab, Das ist mir zu krank, Alter, ey, Touren, wir haben es geschafft. Wir sind die Besten, Mann. Wir sind die wirklich die Besten. Ey, zum Glück habe ich hier. Warte mal, ich habe noch eine Champagnerflasche hier mit dabei. Yeah, Touren, guck mal, ich habe Champagnerflasche. Wir sind die Besten. Wir sind die Allerbesten. Oh, warte mal, da hinten kommt man. Das LSPD. Oh, oh. Am Boot stehen bleiben beide. Ja, weil was wollt ihr hier, Polizei? Oh, Ruhe hier. Ich rede jetzt. So, hier ist eine Sperrzone von 1 Kilometer. Ihr habt euch sofort zu entfernen, sonst werdet ihr festgenommen. Ja, ist ja Max, gut. Wir hauen ab. Machen? Nein, Touren, scheiß drauf. Komm, wir hauen ab. Alles gut. Ja, okay, wir hauen ab. Wenn die wissen, was hier abgeht. Ja, okay, ist ja gut, Officer. Tschüss, wir gehen. Ja, gut. So, ey, immer dieses. Egal, sollen die sich hier mit dem Hai der rumschlagen, der da unten. Oh, ich bin untergefallen! Nein, oh Gott. Duan, komm aufs Boot, Junge! Ah, der Hai lebt wieder! Wie? Dann komm! Bei mir zwei, ey, Duan, du machst mir ja Angst, Leute. Ich würde sagen, das soll's gewesen sein. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn ihr das Ganze gefeiert habt. Ich wollte eigentlich einen entspannten Tag mit Touren machen, aber war doch wieder ein bisschen mehr Action, so wie man das halt kennt, Leute. Und dann würde ich sagen, bis dahin, haut da rein, Leute. Euer Crimex.